Jo Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut, genauso wie mir. Ich möchte mal eine Story euch erzählen. Platz schaffen hier. Die klingt, würde ich mal behaupten, ernst. Thema. Also, es kann nur derjenige gewesen sein, und ich sag das jetzt auch. Weil, wer soll. Thema Nachbar eingeschlossen. Also der Nachbar hat mich eingeschlossen. Wie der heißt, wie die alle heißen und so, werde ich jetzt nicht sagen. Aber ich weiß es und ich kann es mir auch vorstellen, dass er das war. Und ich erzähle jetzt meine Story. Also ich weiß nicht, ob das letztes Jahr war oder vor einem Jahr oder 2 Jahren, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich hier wohne, schon in meiner eigenen Wohnung. Ich merke mir sowas gar nicht. Ich wohne, sondern... ist einfach frech von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und heute würde ich ihn richtig... wisst ihr, ich meine. Und ich bin an dem Tag, wenn ich kann mir noch ein bisschen erinnern, deswegen bin ich auch gerade ein bisschen so ruhig, weil ich es überlege. Soll ich das erklären? Ich habe laut gemacht, habe Musik, kann mich noch erinnern. Gut, jetzt sagen die Nachbarn nichts mehr. Warum auch immer. Oder nicht. Grüße gehen dafür nicht raus an die Jungs. Und das Lächerliche muss man jetzt ehrlich mal sagen, Freunde. Ich habe den Schlüssel, ich Idiot. War ein bisschen auch mein Fehler, aber trotzdem ist ja keine Rechtfertigung, dass er den Schlüssel klaut. Den hat er bestimmt immer noch. Das war ganz normal so stinknormaler Hausschlüssel. Das war nicht im Bund dran, das war einfach so. Jetzt habe ich es im Bund gemacht, dass sie das nicht verlieren. Also, dass ich es nicht verliere, genau. Und ich, Idiot, habe es einfach vergessen, den Schlüssel reinzunehmen, Alter. Und der kleine Dreckige, Alter, der hat einfach den Schlüssel genommen. Und bei uns wurde früher schon mal Farbe an die Wand gespritzt, an der Tür. Da habe ich schon mal ein YouTube-Video gemacht. Und... genau. Klingt ernst, ist aber so. Ja, was soll ich noch sagen? Und dann habe ich laut gemacht und dann hat er den Schlüssel genommen. Und dann hat er mich eingeschlossen. Ich kam am nächsten Tag nicht mehr raus. Habe mein Vater angerufen, bitte schließe die Tür auf. Weil der hatte damals auch den Ersatzschlüssel, aber jetzt wohne ich alleine. Jetzt habe ich hier 2 Schlüssel alleine. Und das Lächerliche ist halt einfach so, ich würde ihn heute richtig kaputt boxen, Alter, aber Digga. Und immer wenn ich diesen Mann sehe, auch den Sohn, auch die Frau, kriege ich Herzaggression. Also der Vater ist das Schlimmste, der Sohn auch Mittel und die Mutter auch, das sind alles Schwuchtel, Alter. Aber bei der Mutter ist es so, wenn die, da habe ich nicht so Herzrasen. Klingt ein bisschen behindert, aber ist so. Aber sobald ich den Vater sehe, könnte ich ein Messer nehmen und den so richtig in den Kopf reinstechen. Ja, was soll ich dazu noch sagen, Freunde? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Und seitdem hat er es nie mehr gemacht. Auch unser Teppich wurde mal befarbigt. Und ja, deswegen mache ich den Eingangstür wie Montana Black. Schuhe nicht am Eingang. Gar nichts. Weil ich genau weiß, heutzutage, die ganze Welt ist krank geworden. Deswegen wundert es mich, warum manche das machen. Weil es gibt so viele Nachbarn, die machen das. Scheiße, wollen dich ärgern. Ich gebe euch einen Tipp. Nehmt eure Sachen immer in die Wohnung rein. Lieber in der Eingangstür drinnen, legst du es lieber, sieht ein bisschen scheiße aus, lieber in der Eingangstür drinnen in der Wohnung, anstatt draußen, weil. Aber Freunde, machst du das noch einmal? Siehst du das Video, Digga? Wirst du sehen, Digga, glaub mir das. Ich fick dich richtig in den Arsch, Digga. Sag mir, der schon reingehaut, Freunde. Bis morgen. Ciao, ciao.